Herzlich willkommen, schönen Tag, hier sind wir wieder beim Bau der Monsterfalle. Bei der Monsterfalle, wovon der Kaios kein bisschen Ahnung hat, wo der Kaios sich kein bisschen informiert hat, was der Kaios noch kein bisschen ausprobiert hat. Trotzdem meint er jetzt, eine Monsterfalle bauen zu müssen, weil es scheint ja schließlich dazu zu gehören. Beziehungsweise... Es ist ja auch eigentlich ganz praktisch, sich mit Hilfe einer Monsterfalle Werkstoffe wie Spinnfäden, die man ja dauernd braucht bei Minecraft, und Holz Knochen für, ja, wofür eigentlich? Für Knochenmehl, damit Bäume besser wachsen, herzustellen oder gar für Nitroglycerin, um sich TNT herzustellen. TNT, das klingt gut. Das klingt gut, denn TNT ist lustig. Seltsam, was er hier macht, der Kai. Der Kai macht wirklich seltsames Gedöns. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was dabei herauskommen tut. Weiß es noch nicht so genau zu beurteilen. So, ach, Momentchen mal. Wenn er da runterkommt, der Kaios, dann kann das hier nicht so sein. Das heißt, das hier muss im Prinzip eine Art Röhre sein. Tja, jetzt hätte ich mir mal für dieses enorme Bauprojekt wunderbare Themen überlegen sollen. Aber weil der Kaios sich so gut vorbereitet, hat er keine Themen parat. Aber wisst ihr was? So ist er nun mal, der Kaios. So, wir haben hier jeweils zwei Felder. Genug, breit genug zum Runterfallen, schätze ich mal. Das ist so ein bisschen Klein-Dovi-Musik. Wisst ihr nicht, was Klein-Dovi-Musik ist? Oh, jetzt läuft es gerade mit 30 Frames pro Sekunde. Ah, jetzt nicht mehr. Schade. Klein-Dovi-Musik ist Musik von kleinen Dovis. Ihr kennt doch bestimmt so Filme, wo... ja, dann irgendwie der Trottel der Sendung, der Serie, des Films auftaucht. Ist meistens irgendein harmloses, total friedliebendes Viech, ein Typ oder was weiß ich. Und der stellt sich verdammt nochmal saudoof und ungeschickt an. Immer wenn der auftaucht und mit seiner lustigen, naiven Art irgendwas Blödes anstellt, dann kommt Klein-Dovi-Musik ins Spiel. Guck mal, Klein-Dovi, was er wieder macht. Hahaha, ist das lustig. Das ist Klein-Dovi-Musik. Naja, wirklich Klein-Dovi-Musik ist das, was jetzt hier läuft, nicht... Das ist eigentlich coole Musik, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Im Moment müsste ich jetzt nachgucken, habe ich keine Lust. Ich habe mir allerlei Lieder von Okremix runtergeladen. Das ist eine kostenlose Musikmix-Seite, also eine Seite, wo kostenlos Lieder angeboten werden, die von Videospielen, die Leute zusammengemixt haben oder verändert haben. Und da die natürlich frei verwendbar sind, sind die sehr gerne gesehen in Let's Plays, denke ich mal. Also ich weiß, dass ich da kein Problem wegen Urheberrechtsverletzungen bekommen kann. So, und ich denke, jetzt bin ich hier auf dem richtigen Weg, ne? Feinschliff bekommt das Ganze natürlich später noch, ist klar. Aber jetzt nicht im Moment. Oh mein Gott, das ist erst eine Etage. Ich weiß gar nicht, wie lange das hier dauern soll. Das wird ja Wahnsinn, was ich hier mache. Naja. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Eigentlich brauche ich, wenn ich das richtig tief mache, brauche ich auch gar keine Monsterfalle.
Oh mein Gott, Leute, wir werden hier ewig dran sitzen. Das tut mir jetzt schon leid für euch. Aber es zwingt euch ja keiner, mir zuzusehen. Ich habe auf jeden Fall mir vorgenommen, das endlich mal zu machen. Und jetzt mache ich das auch. Dann habe ich nämlich auch mal wirklich was, was ich vorweisen kann. Boah, das wird ewig dauern. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen diese Monsterfalle nicht auf einmal. Denn das wird sonst super öde. Diese eine Etage hier zu machen, wird jetzt wahrscheinlich ziemlich lang dauern. Wenn ich dann damit fertig bin, dann besorgen wir uns erstmal Diamanten. Wir gehen erstmal auf eine richtig schöne Höhlenexpedition. Denn mit einer Diamantenspitzhacke geht das Ganze hier auch dann wesentlich schneller. Ich meine, das geht ja schon schnell genug, aber mit einer Diamantenspitzhacke geht es noch schneller. Weil hier wirklich sehr viel zu tun ist, denke ich, muss das auch sein. Was soll eigentlich über die blöde Erde überall dazwischen? Die stört mich in meinem Workflow. Keine Ahnung, was ich hier mache. Aber es wird schon irgendwas dabei rauskommen. Lassen wir uns überraschen. Seien wir nicht so verkniffen. Ziehen wir uns einen dicken Stock aus dem After. Und machen wir einfach. Was soll überhaupt diese ganze blöde Erde hier? Die stört mich. Was haben wir da? So oft gehört. Oh, scheiße, jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch. Nein. Ach, ist doch klar, verdammt nochmal. Legend of Zelda, A Link to the Past. Ich glaube, im Schloss Hyrule war das. Ich bin mir nicht sicher. Wie breit soll eigentlich hier diese Spawn-Etage werden? Ich habe keine Ahnung. Mesdames et Messieurs. Je ne sais pas. Das wird auf jeden Fall eine verdammt nochmal sehr große Arbeit, die ich mir hier mache. So, und darunter geht es dann natürlich direkt weiter, ist klar. Hört sich auf jeden Fall mal cool an, oder? Also, ich würde es euch nicht verübeln, wenn ihr jetzt bei diesen komischen Baufolgen einfach vorspulen würdet. Kein Problem, da stehe ich drüber. Da habe ich kein Problem mit, Freunde, da habe ich kein Problem mit. Ich habe kein Problem mit this shit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich klopfe Steine ab. Und da fällt Kies runter. Diese Musik macht mich kirre. Aber auf der anderen Seite ist sie cool. Ja, mein Finger. Tja, damit das schneller ginge, könnte ich natürlich in den Kreativmodus wechseln, wenn ich Singleplayer Commands noch installiert habe. Aber ich habe heute Minecraft neu drauf gemacht und habe das jetzt auch gar nicht mehr drauf. Aber irgendwie wäre das auch läppisch, oder? Also, man muss sich auch mal ein bisschen durchbeißen. Was soll das? Immer diese Gecheate. Was soll das denn? Es reicht auch mal. Irgendwann reicht es mal. Spawnen die überhaupt hier auf dem Stein? Muss ich auch noch überlegen. Ob die auf Stein spawnen? Aber warum nicht?
ich ja ewig hier mit zugange. Scheiße. Das habe ich mir nur wieder vorgenommen. Warum ist denn da eine Leiter? Hä? Warum ist da eine Leiter? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Warum war da eine Leiter? Mysteriös. So. Damit das symmetrisch ist oder ein bisschen schöner aussieht, sagen wir es mal so, machen wir das noch ab. Das sieht zwar kein Mensch, aber das machen wir auch noch. Ach komm, Kaius, das ist so unwichtig jetzt. So, und jetzt habe ich schon gar keinen Platz mehr. Aber wen juckt's? Und ich höre an meinem linken Ohr eine Spinne kreischen. Allzu riesengroß kann die Spawn-Area ja auch nicht werden. Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es jetzt. Ja, ja, Leute. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit diesem Let's Play noch weitergeht oder aufhört. Ich habe 000 Ahnung. Denn das Problem bei Minecraft ist ja wirklich, es hat kein Ende. Ich würde gerne irgendwann mal mit Minecraft aufhören, weil es wirklich, ja, es ist nicht langweilig, das auf jeden Fall nicht, aber es ist halt total übersättigt, die Sammlung. Ja, ne? Jeder Zweite, der Minecraft spielt, nimmt das Spiel auch auf und lädt es bei YouTube hoch. Das ist einfach, wie soll man da aus der Masse herausstechen? Ich habe mir überlegt, um ein bisschen was Besonderer zu sein. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Oberwitzbold, ne? So schlagfertig und so weiter. Bin ich nun mal nicht, leider. So. Meine Grafik ist auf mit 720p okay. Ich kann Texture-Pack von 64x64 benutzen. Ja, ist okay. Es gibt wesentlich bessere. Das schafft mein Computer nicht. Mein Sound, mein Mikrofon ist nicht so berauschend. Kaufe ich mir zwar demnächst ein neues, aber auch das ist nicht das überzeugende Kriterium, warum man sich meine Let's Plays angucken sollte. Alles in allem, denke ich mal, ist es eher... Ich weiß nicht, ob das hier Durchschnitt ist. Ich meine, ich bin schon der coolste Typ auf YouTube, das ist klar. Und wer das weiß, der guckt auch meine Videos. Ne? Aber viele wissen es nun mal nicht. Und deswegen muss ich versuchen, hier ein bisschen was aus mir zu machen. So, und das wäre zum Beispiel... Ich habe mir überlegt, ich werde in meinen Let's Plays etwas Besonderes einbauen. Mod-Überraschungen. Ab der nächsten größeren Minecraft-Aufnahmesession wird es Mod-Überraschungen geben. Jetzt nicht irgendwie so in so ein Sortiermod oder ein Grafikmod, sondern so neckische kleine Spielereien. Oh meine Tuch! Was ist das denn für ein Quatsch? Irgendwelche komischen Monsterchen oder irgendwelche seltsamen Sachen. Es kann mal was winzig Kleines sein, mal was Größeres, aber das wird ab der nächsten größeren Aufnahmesession starten und ich bitte euch, euch das zu merken. Sagt es allen weiter, schreit es in die Welt hinaus, der Kaius wird demnächst überraschen, sehr sogar. Aber nicht in dieser Folge, in dieser Folge bauen wir die, wie heißt es hier? Monsterfalle weiter. Das ist ja wohl nicht zu glauben, oder? Das ist ja wohl die Dreistigkeit
schlechthin, oder? Such dein eigenes Zuhause, du Penner. Jetzt bin ich mal politisch total unkorrekt. Scheiß doch der Hund drauf. Mann! Mann, was ist das für eine coole Urlaubsmusik? Toll, jetzt habe ich keinen Platz. Wegen dem scheiß Pflasterstein. Oh, Mann. Obwohl, ich könnte diesen ganzen verdammten Pflasterstein auch mal sammeln, denn man weiß ja nie, wofür man den noch gebrauchen kann, nicht wahr? Das heißt, wir machen jetzt mal... Machen wir mal zwei Kisten. Denn früher oder später werde ich die ganzen Pflastersteine wieder brauchen. Ich weiß es schon. Man kennt das ja. So, eine große Pflastersteintruhe. Wo machen wir die denn hin? Komm. Machen wir hier hin. Auch wenn es beschissen aussieht. So, Pflasterstein hinein. So. So, aber trotzdem viel Platz habe ich nicht. Ich kann also noch zwei Kisten gebrauchen, wo ich hier meinen ganzen Schund mal reintue. Und die tun wir, wo tun wir die hin? So, die kommen da rein. Und da rein tun wir die Kohle. Ne, die können wir gebrauchen. Aber das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Den puren Weizen brauchen wir auch nicht. Nein! Du blödes Stück Scheiße! Entschuldigung. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich so blöd ausfallend werde. Aber jetzt langsam reicht's mir. Kann man denn hier nichts in Ruhe machen? Ist ja wohl nicht zu glauben. Es ist echt nicht zu glauben. Ja, ja, ja. Scheiße ist das doch. Das stört mich sowas. Ich muss ja jetzt wohl hier nicht mein Häuschen dicht machen. Ist meine Kiste jetzt kaputt oder was? So ein Mist. Ach. So, also wieder rein mit dem ganzen... Nee. Manu. Echt voll nervig. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Hier, ein verrottetes Fleisch. Wer braucht sowas? Erde brauche ich auch nicht. Aber ich kann doch hier nicht alles zumachen. Ich habe ja auch nichts, um hier alles zuzumachen. Mist. Naja, hoffen wir einfach, dass hier keiner reinkommt. Hier können wir noch eine Tür hinmachen. Denke ich mal. Damit uns da keiner auf den Kopf springt. Das wäre nämlich auch saublöd. Um mal freundlich auszudrücken. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Da wird man hier von seiner Arbeit abgehalten. Das ist nicht zu fassen.
So, ich glaube, die Folge ist schon wieder zu Ende, ne? Ja, wie ihr seht, befinden wir uns auf einem guten Weg, aber es gibt noch viel zu tun. Bis zum nächsten Mal.